Guten Tag, sehr geehrter Herr Milbrandt, sehr geehrter Botschafter, geschätzte Gäste. I switch to Ukrainian, so it's so you need the earphones. Der Name der heutigen Veranstaltung: Ukraine und Möglichkeiten. Wenn wir 3-4 Jahre zurückschauen, wir haben 7% unseres Territoriums verloren und 20% BIP ist zurückgefallen. Und wir hatten zwei wichtigste Fragen: den wirtschaftlichen Rückfall zu stoppen und die Situation zu stabilisieren und unseren Staat zu schützen vor der russischen Aggression. Wenn wir das Jahr 17 bilanzieren und 18, wir haben einen gewissen wirtschaftlichen Zuwachs. 3-4% BIP Zuwachs erlauben uns zu sagen, dass wir auf dem guten Wege sind. 2016 haben wir mit unseren Partnern ein Office für Reformen gegründet und wir haben einige strukturelle Reformen angestoßen. Das ist Rentenreform, Bildungsreform, medizinische Reform. Wir schafften es, auch ein Gesetz über transparente Privatisierung zu verabschieden mit englischem Recht. Dezentralisierung geht voran und es ist ein Zeichen für uns, dass der Autor dieser Reform, der 2014 im Regionalministerium gearbeitet, heute Ministerpräsident ist. Auf der Agenda stehen denn einige Gesetzesentwürfe, um Dezentralisierung wiederkehrbar zu machen. Diese Reform ist nicht nur Kompetenzen vor Ort. Das ist andere Philosophie, wie die Verwaltung funktioniert. Wenn wir ein postsowjetisches System haben, die Beschlüsse werden von oben nach unten gegeben. Und heutzutage ist es anders. Die Gemeinden können ihre Ressourcen planen und ausgeben. Fortsetzung der Reform der Dezentralisierung ist die Reform der Verwaltung, der Behörden. Wir müssen einfach das System der Verwaltung auch verändern. Früher hat man die Kontakte gebrochen. Also sozusagen, die Ukraine hatte kein Zentrum, wo die politischen Entscheidungen ausgegoren wurden. Das Zentrum war früher in Moskau, in den Parteikabinetten, in den Offizien. Wir reformieren jetzt auch das Prozedere, wie die administrativen Entscheidungen getroffen werden und auch die Beamten. Das Thema Korruption. Die Ukraine hat alle Gesetze verabschiedet, die Infrastruktur zur Bekämpfung der Korruption ist vorhanden. Das ist eine ganze Reihe von Behörden. Das ist elektronische Deklarierung. Eins ist noch offen, das ist gerechtes Gericht, also ich meine Antikorruptionsgericht, das fehlt noch. Dieser Gesetzentwurf wurde von dem Präsidenten gebilligt. Es gab schon die erste Lesung im Parlament und wir warten schon jetzt auf die zweite Lesung. Das brauchen nicht die Partner. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Das brauchen die ukrainischen Bürger. Sie wollen Gerechtigkeit in den Gerichten. Wenn wir, also ich habe über Korruption gesprochen, aber hier ist es auch so, dass viele Reformen auch von der Regierung abhängen. Wir müssen Risiken vermindern und einfach die Bereiche verändern. Zum Beispiel öffentliche Anschaffungen, 7 Milliarden Euro haben wir gespart, weil wir jetzt ein ganz neues System der öffentlichen Ankäufe haben. Wir sprechen über Deregulierung. 14.000 alle regulatorische Dokumente wurden abgeschafft.
Wir sprechen über, darüber, dass die Polizei keinen Druck mehr auf die Unternehmer machen kann. Das heißt, die Polizei kann jetzt nicht mehr intervenieren und Druck ausüben. Es gibt einen unabhängigen Rat beim Ministerpräsidenten, da sind Vertreter der Unternehmer und sie werden kontrollieren, wie dieses Gesetz realisiert wird. Wir müssen alle Voraussetzungen schaffen, damit ausländische Investoren kommen. Es wurde Export- und Kreditgesellschaft geschaffen. Wir haben die Zölle gesunken und heute können wir schon konkurrieren für den Transport. Wir sind gerade dabei, den risikofreien Zugang einzuführen. Die Geschäftsleute werden überprüft, aber so, dass sie keinen Druck verspüren. Der Präsident hatte ein Gesetz über die Deregulierung und Liberalisierung auf dem Währungsmarkt anzufangen. Und das ist schon ein wichtiger Schritt. Wenn wir über die deutschen Gesellschaften sprechen und die Zusammenarbeit mit Deutschland, dann sind die deutschen Gesellschaften die wünschenswerten Investoren in der Ukraine. Wir haben heute Statistiken gezeigt und es ist wirklich sehr positiv. Unser Warenumsatz wächst und das ist äußerst wichtig. Wir sehen positive Stimmung der Investoren. Wir haben schon mit der deutsch-ukrainischen IHK Befragungen durchgeführt und 68% der Unternehmen wollen weiter in die Ukraine investieren. 78% wollen weiter wachsen. Es gibt ganz viele Erfolgsgeschichten von deutschen Unternehmen. Leoni erweitert seine Produktion in Westukraine und schafft neue Arbeitsplätze. Wenn wir heute über die Ukraine sprechen, dann ist das das Land der Möglichkeiten. Der Präsident, die Regierung, das Parlament bemühen sich, die Bedingungen für Geschäftsleute angenehm zu machen, dass die Investitionen geschützt sind, dass die Rechtsschutzbehörden keinen Druck auf die Unternehmer ausüben, dass die Fiskal- und Unternehmenspolitik die Geschäftsentwicklung fördert. Wir haben schon eine Reihe von Gesetzentwürfen und Maßnahmen Anfang des Jahres eingeführt. Wir sind der Meinung, wir können nicht 2-3, sondern 5-7% BIP-Wachstum jährlich verzeichnen. Sie wissen, die Ukraine hat die qualitativ hochwertigsten Menschenressourcen. Das ist das wichtigste Kapital jedes Landes. Die besten Ressourcen, das sind die menschlichen Ressourcen. Und die Ukraine hat heute die besten Chancen, diese Vorteile zu nutzen. Ich möchte Deutschland für die Unterstützung danken dafür, dass sie unsere Einheitlichkeit unterstützen, unsere Integrität unterstützen. In allen Zeiten hat Deutschland unser Land als ganzes Land, ganzheitliches Land unterstützt. Und das ist uns äußerst wichtig, wie Deutschland die Position zu den Wahlen auf der Krim geäußert hat. Ukraine und ukrainische Bürger wollen heute europäische Werte einführen und haben. Dafür standen sie auf dem Maidan und dafür sterben heute Menschen. Wir sprechen heute bei unserem Forum über Geschäftswelt, über die Investitionen, über die Ukraine. Die Wirtschaft der Ukraine wächst. Die Regierung, der Präsident, das Parlament werden alles Mögliche machen, damit ihre Investitionen und unsere Zusammenarbeit erfolgreich ist. Ich danke allen.